Hallo Modellbaufreunde, hier ist wieder euer Chris und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr reinguckt, das finde ich echt gut. Und was machen wir heute? Worum geht's? Also heute werden wir auf jeden Fall rausgehen. Ich will nämlich mit dem Kryptonite will ich noch eine Runde fahren, wegen der Absima-Fernbedienung, die ich ja gekauft habe. Und ich habe das Dämpfer-Öl hier genommen für den Huntsman. Ein bisschen weich, aber das ist mir egal. Ich finde weich ganz gut. Ja, ich würde sagen, den Rest erklären wir dann draußen. Bis gleich. Also Freunde, wieder sind wir draußen und heute ist es echt kalt. Ne? Man merkt, der Winter kommt ganz langsam näher. Aber ich werde mir die Stimmung nicht vermiesen lassen. So, ich würde sagen, wir machen erstmal den Wagen an. Hier ist er noch eingewickelt. Und zwar habe ich den mit Absicht hier mit der Decke nochmal drüber gemacht, weil es ziemlich kalt ist und ich will, dass der Wagen natürlich einwandfrei anspringt. Na, ganz klar. Deswegen habe ich hier so eine das Gelee drinne, so eine Kompresse, ne? Und ja, ich würde sagen, das sind so ungefähr Körpertemperatur hat er jetzt und da wird er einwandfrei jetzt mit angehen. Ja, ich würde sagen, machen wir erstmal den Wagen an. Also Freunde, ich habe noch mal den Buggy mitgebracht. Da ist er. Ja, Freunde, also das war echt cool heute.
Und ich denke, für den Herbst war es das erstmal. Leider. Aber es wäre echt schön. Ich bin mal gespannt, so wie die Wintertage werden. Aber ich denke, fürs Erste, finde ich, war es heute für den Herbst auf jeden Fall kalt. Aber der Wagen, naja, ich hatte schon meine Startschwierigkeiten. Aber ist mir egal. Ja, ich würde sagen, das reicht für heute. Wir gehen nach Hause. Also Freunde, da sind wir wieder zurück. Und wie ihr gesehen habt, gingen beide Wagen gut ab. Und mir ist bei dem AirTag, bei meinem wunderschönen Buggy, den ich habe, ich hole ihn mal her. Da ist hier, na, die Action Cam ist leider abgefallen, beziehungsweise ja, die Halterung dafür ist einfach abgebrochen. Da werde ich mir jetzt was Besseres überlegen. Na, Plastik ist anscheinend doch nicht so gut. Deswegen werde ich wahrscheinlich hier Alu nehmen oder Metall. Mal gucken, was ich hier jetzt mache. Das ist natürlich schade, finde ich. Aber da steckt man nicht drin, ne? So, ich wollte noch was zu dem Song sagen. Den richtig geilen Metal-Song, den wir gerade gehört haben. Da bei dem Fahrvideo. Und zwar ist das ein Song von einem Freund von mir, ne? Der heißt Patrick. Und der hat den selber komponiert und alles selber geschrieben und auch gespielt. Hat er echt gut gemacht, ne? Hut ab. Großes Lob an dich. So, ich mache jetzt erstmal den AirTag auf. Er sieht ein bisschen dreckig aus, aber das geht noch. Kommt uns den ganzen Stein entgegen. Was ich noch nicht euch gesagt habe, dass ich, was ich auch noch gar nicht extrem wusste, aber ihr werdet es kaum glauben, ich habe was herausgefunden. Na? Eigentlich ist mir das bis jetzt noch nicht passiert, aber heute ist es mir passiert und ich habe fast einen Abraster bekommen. Also ich bin fast verzweifelt, na? Weil der Wagen nicht angegangen ist, der hier. Und zwar lag es an dem Sprit, den ich hier drin hatte. Ich hatte hier nach dem Konradfest, also nach den Adrenalin-Tagen, war hier noch Sprit dran, ne? Und als ich den Wagen angemacht habe, habe ich hier einfach ein bisschen LAP, diesen 25% Nitro gehalten, habe ich hier einfach nachgekippt. Das ist anscheinend dem Motor nicht so gut bekommen, weil er ist andauernd ausgegangen. Ich musste alles weg, also komplett den ganzen Tank, ne, musste ich entleeren. Und neu füllen mit sauberen Benzin und er springt einfach, also er ging einfach an, ne, ohne dass ich irgendwas großartig machen musste. Da habe ich mich natürlich gefreut. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Sprit liegt oder am Motor. Das hat mich auf jeden Fall echt aufgeregt, ne? Aber da steckt man ja nicht drin, ne? So, langsam kommt echt der Winter. Ne? Ihr habt das ja vielleicht selber schon gemerkt. Und ja, im nächsten Video habe ich ja gesagt, dass ich einen Overheater im zweiten Gang einbauen will. Ne? Habe ich gesagt. Das werde ich auch eventuell machen. Ich habe mir vielleicht doch überlegt, in den zweiten Gang in einen AirTag oder in einen Rex, ne? In einen Rex zu bauen. Weil naja, ich will auch gar nicht so viel verraten. Lasst euch einfach überraschen, was noch kommt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr natürlich mir einen grünen Daumen machen oder mich auf Facebook besuchen oder im Forum unter www.rc-chris.com.
Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Ciao.